Hallo meine Freunde, Pugnanten, willkommen zu diesem Spiel. Das hier ist Donkey Kong 3. Viele kennen das nicht, ich kannte es vorher auch noch nicht. Aber ja, dieses Spiel existiert und so sieht's aus. Es spielt sich komplett anders als die anderen beiden. Man spielt hier irgend so eine Person, die ich jetzt bezweifle, dass es Mario ist. Und man muss einfach Donkey Kong mit einem Bugspray abspritzen, damit der nach oben geht. Damit er nicht nach unten kommt und die Welt zerstört. Oder irgendwie so. Zumindest habe ich das jetzt so verstanden. Ich habe das vorhin mal angetestet, ich habe das noch nie gespielt. Und es spielt sich sehr komisch. Das kann ich mal zeigen. Ich fange mal an. Ich weiß auch gar nicht, ob es das auch als Arcade gibt. Das weiß ich, kann ich echt nicht sagen. Ich springe mit oben drücken und gehe nach unten mit unten drücken, ja? A und B machen das gleiche. Die spritzen ja Bugspray. Und da bin ich schon tot. Geil. Ja, was man machen muss, man muss auf jeden Fall Donkey Kong nach oben. Hier abspritzen, damit er nach oben geht. Und wenn du mehr Punkte haben willst, dann muss man hier die Blumen beschützen, indem man einfach die Fliegen, die versuchen die Blumen zu klauen, abspritzt. Ich glaube, wenn alle Blumen weg sind, dann kriegt man entweder keine Punkte, wenn man es schafft, oder man stirbt sofort. Ich weiß es selber nicht. Hier, man kann ja aber nochmal besiegen und dann sind die Blumen wieder da. Aber ich glaube, die sind einfach nur für die Punkte da, glaube ich. Also ja, wir müssen ja eigentlich... Ah, ich bin scheiße in dem Spiel. Aber das Spiel, ich mag es jetzt ehrlich gesagt nicht so wirklich. Also es geht. 5 Euro sind natürlich auch mal wieder nicht wert. Und ich weiß, dass man das hört, dass ich hier die ganze Zeit drücke. Okay, tut mir leid, dass ich gerade richtig scheiße bin. Ich versuch's nochmal. Komm, geh weg. So, okay. Oder weckt dann die ganzen Bienen alles auf. Einfach nur die ganze Zeit abspritzen und dann sollte es eigentlich schon passen. Man kann auch einfach nur die ganze Zeit spammen und das war's dann auch eigentlich. Einfach nur ausweichen. Und das war's schon mit der ersten Stage. Das ist wieder diese FMG-Version oder so, keine Ahnung. Also hier in dieser Version gibt es auf jeden Fall nur 3 Level. Einmal dieses Level, dann kommt noch das Level hier. Ich sehe gar keine Schwierigkeiten eigentlich. Man kann einfach nur spammen eigentlich und dann hat man es schon geschafft. Und halt ein bisschen ausweichen, klar. Die Würmer, die sterben, soweit ich weiß, nicht. Die kannst du nur halt, kann man nur halt ausweichen, also hier untätig machen, sagen wir es so. Ansonsten sind die halt, haben sie ein eigenes Pattern und bleiben da halt. Es ist ein bisschen schwer, gerade Donkey Kong zu erwischen, aber. Komm, der muss da rein. Oh Gott, was macht der da? Oh mein Gott! Oh Gott! Oben links, diese Flasche da, das ist auf jeden Fall mein Leben und Donkey Kong hat es geschafft, nach unten zu kommen. Geil, das wollte ich nicht. Jetzt habe ich da eine Null. Aber manchmal droppen einfach so Leben runter. Zum Beispiel da oben rechts bei Donkey Kong, da seht ihr, da ist das Leben, da ist ein bisschen Leben. Warum? Ich weiß gerade nicht, warum ich so scheiße, warum Donkey Kong direkt am Anfang schon runtergekommen ist. Das macht er eigentlich nie. Aber okay. Oh, da unten Leben. Nice. Jetzt haben wir ein weiteres Leben. Ah nee, das ist ein Power-Up. Achso. Nee, Leben kann man wahrscheinlich nicht bekommen. Aber Power-Up macht es einfach stärker. Dass man einfach stärker ist und ja, ich kenne mich selber nicht so gut in dem Spiel aus. Aber ich erzähle so meine Erfahrungen mit dem Spiel. Das war das zweite Level, jetzt kommt das dritte Level. Und danach repeatet sich einfach. Nee, das waren alle beiden Level, oder? Ich dachte, es gibt 3 Level. Dann gibt es anscheinend nur die beiden. Ja, das Spiel ist eh ganz komisch. Das Power-Up habe ich außerdem noch. Aber das hält halt nicht für lange. Also nicht so lange, das Power-Up. Und da, das war schon. Am besten einfach auf Donkey Kong konzentrieren und sich ausweichen. Weil die Punkte, die jucken mich jetzt persönlich gerade nicht. Allgemein in irgendwelchen Spielen nie. Ah, das hier ist die andere Stage. Ha, die hatten wir noch nicht, oder? Das ist normalerweise die Stage, die kommt. Warum hatten wir die denn nicht? Oder hatten wir die schon? Ich bin zu dumm. Das könnte auch sein. Oh, ja, ich bin auf jeden Fall dumm. Nein, ich sterbe schon. Ich habe jetzt keine Lust, die Folge jetzt schon zu beenden. Also mache ich noch einmal eine Runde. Sonst wäre die Folge viel zu kurz. Das kann ich ja nicht machen. Kann ich schon nicht bringen. Also spitzen wir ihn nochmal ab. Auch wenn es sich falsch anhört, das ist nicht so gemeint. Oh geil, Power-Up, Power-Up. Ich mag das Power-Up übrigens. Es gab doch so eine coole Musik. Und da ist er auch schon besiegt. Ich weiß jetzt gar nicht, wen wir spielen. Das ist irgend so ein Typ mit einer blauen Kappe, blauen Schuhen und
irgendeinem Spray wahrscheinlich von Mega Man geklaut oder irgendwie sowas. Ja. Oder einfach mit einem weißen T-Shirt. Und seht ihr, wie eilig man das ist, wenn man das Powerbomb noch behält? Das ist sofort tot. Also ich weiß nicht, was ich vom Spiel halten soll. Es ist cool, aber irgendwie nicht. Ich meine, die Steuerung, die kann man echt besser machen. Ich meine, A und B. Das Spice ist das gleiche, kann man bei beides mit schießen, ja. Und was macht man damit oben und unten? Na, springt man und geht nach unten. Das, ich verstehe das hier nicht. Ich verstehe es nicht. Ihr seht ja schon, wie einfach das ist, einfach. Perfect Bonus. Bei den Stages erinnert sich meistens auch nie was. Okay, ich glaube, es gibt sogar 4 Stages, oder? Gab es auch. Ja, doch, es gibt doch 4 Stages. Es gab doch noch diese eine grüne, die wir vorhin gesehen hatten. Na. Jetzt ist leider mein Power-Up weg, dass ich gestorben bin, oder weil es ausgegangen ist. Eins von beiden, ich habe gerade nicht aufgepasst. Das natürlich nicht gut ist und. Geil. Also, ihr könnt sie selber mal ausprobieren. Ich würde es vielleicht nicht für 5 Euro holen. Vielleicht Olato mal ausprobieren oder so. Oh Gott, ich muss da spritzen. Kommt da hoch. Runter, meine ich. Diese Einfliege. Habt ihr ja gesehen, diese ganz große. Da muss man direkt in der Mitte stehen, wenn man die besiegen will, die da. Ansonsten wird man abgeschossen von den Dingern halt. Und ich habe das Gefühl, dass Donkey Kong immer stärker wird. Und ich immer schlechter. Und Game Over. Ja komm, einmal spielen wir noch. Ja los. Es gibt doch hier Game B. Keine Ahnung, was Game B ist. Ich glaube, Game B ist einfach nur, dass es anders ist. Soweit ich weiß, gibt es in fast jedem Spiel sowas wie Game A und Game B. Das Einzige ist wahrscheinlich nur, dass die Gegner anders sortiert sind oder so. Ich weiß es selber nicht. Vielleicht eine andere Reihenfolge von den Leveln. Ach, keine Ahnung. Ich habe doch selber keine Ahnung. Und da ist er schon tot. Oh yeah. Schaut euch mal den Blick an. Wow. Ich habe auch keine Ahnung, wie ich das hier nennen soll. Für mich ist das kein Mario. Das ist für mich kein Mario. Mario sah für mich noch nie so aus. Das ist irgendein Typ, der für ihn arbeitet. Was sind eure Vermutungen? Was ist die Story hier hinter? Und wer sind wir überhaupt? Das würde mich mal interessieren, was ihr denn denkt, was wir sind oder wer wir sind. Hallo, besiegen! Einfach nur abspritzen, das sollte reichen. Yes! Okay, tut mir leid, das ist das ganze Witzig. Das ist vielleicht nicht so gut. Aber ich mag das Spiel. Also, jein. Es ist komisch. Aber es ist eine coole Idee, sagen wir es so. Die Idee ist cool. Die, wie man es halt gemacht hat, ist halt nicht so wirklich so gut. Vor allem, weil die Blume. Die spawnt einfach wieder da, wo sie war. Alles klar. Hier. Blup. Okay. Ja, weg mit euch. Ja, die Fliegen können auch Speere schweißen. Und hier die Würmer, die können nicht sterben, soweit ich weiß. So, ich will eigentlich nur Donkey Kong besiegen. Lass mich durch. Ja, egal, jetzt sind hier die Würmer. Die nerven mich natürlich jetzt gerade. Und da sind wir tot. Aber warte, so viele Gegner für uns. Ach, was war das für ein Tonsound? Habt ihr das gehört? Ich frage mich auch, was das A ist. Das, oben das Item, was wir dann bekommen. Dann sind wir stärker oder so. Was soll das darstellen? Ich schicke das Spiel nicht. Und da sind wir, glaube ich, tot, oder? Nee, ein Leben haben wir noch. Ein Leben haben wir noch. Eine Spritze haben wir noch. Und es gibt auch eine Zeit. Ja, es gibt wirklich eine Zeit oben rechts. Wenn wir es bis dahin nicht schaffen, dann sind wir so wie jetzt down. Mehr gibt es eigentlich nicht zum Spiel zu sagen. Also würde ich sagen, vielen Dank fürs Anschauen. Das war die Donkey Kong Arcade-Reihe. Ich glaube, es ist... Also ich bin mir nicht sicher, ob es auch im Arcade gab, das Spiel hier. Aber ich glaube, ich bin mir nicht sicher. Ihr könnt mir ja berichtigen. Ich habe nämlich keine Ahnung über das Spiel. Aber vielen Dank, dass ihr mich hier begleitet habt mit dem Spiel, dass ihr zugeschaut habt. Vielen Dank. Wir sehen uns dann das nächste Mal wieder im nächsten Video. Haut rein, Leute, und bis dann. Ciao.